Erzählen Sie dem Gericht doch bitte, wie Sie Dr. Jameson kennengelernt haben. Ich war in seiner Klinik. Er hat mich die letzten Jahre dort behandelt. Nein, nein, ich meine davor. Sie kannten Dr. Jameson schon, als Ihr Sohn geboren wurde, oder nicht? Dr. Jameson war daran beteiligt, als Sie gezwungen wurden, Ihren Sohn adoptieren zu lassen. Und ist es nicht so? Und denken Sie, wenn Sie antworten daran, dass Sie unter Eid stehen, Miss Andrade, ist es nicht so, dass Sie deswegen heute mit Dr. Jameson abrechnen Nein. wollen? Nein! Und ist es nicht auch so, dass Sie alles tun würden, um sich an ihm zu rächen? Nein! Ruhe, sonst lasse ich den Saal räumen. Würden Sie bitte die Frage beantworten? Ich wiederhole die Frage. Entspricht es nicht der Wahrheit, dass Dr. Jameson einen entscheidenden Anteil daran hatte, als man ihm ihr Baby weggenommen hat und es zur Adoption freigab? Und ist es denn nicht die Wahrheit, dass dieser Schmerz schon seit 13 Jahren in Ihnen bohrt, dass Sie immer darauf warten, es ihm zurückzahlen zu können? Das Leid, die Schmerzen, die er Ihnen zugefügt hat. Einspruch, Euer Ehren. Ach, und weswegen? Ich bin hier der Vorsitzende, wenn Sie gestatten. Diese Art der Befragung ist unzumutbar und hat mit dem Fall auch nicht das Geringste zu tun. Könnten Sie dem Gericht bitte erklären, worauf Sie mit Ihren Fragen hinaus wollen? Euer Ehren, ich versuche hier zu beweisen, dass Miss Andrade voreingenommen ist. Miss Andrade ist nicht die Angeklagte hier, Mr. Kepfel, und Sie werden Ihre persönliche Vergangenheit nicht einer öffentlichen Prüfung unterziehen. Sie wollen damit doch nur Ihre Sensationsgier befriedigen, nicht wahr? Miss Andrades persönliche Vergangenheit ist nicht weiter interessant als unbedingt notwendig für die Verteidigung und Reputation meines Klienten. Wenn Sie jetzt fertig sind, würde ich gerne über Miss Wainwrights Einspruch entscheiden. Einspruch zurückgezogen, Euer Ehren. Ich bitte um Unterbrechung der Verhandlung. Ich will mich mit Miss Andrade besprechen. Haben Sie vielleicht Einwände? Absolut nicht. Ich unterbreche die Verhandlung für 10 Minuten und ich meine auch 10 Minuten. Santana auseinandergenommen. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Er beschuldigt Santana, sie wolle sich noch rächen an Jameson, weil er angeblich Brandons Adoption einfädelte. Was hat sie geantwortet? Soweit kam es nicht. Julia bat um eine Unterbrechung bei der Verhandlung, aber Santana hat die Fassung verloren. Das ist ja wohl kein Wunder. Ich finde, Mason ist bei ihr wirklich zu weit gegangen. Ich weiß, dass es so aussieht, Liebling, aber er muss ein paar harte Fragen stellen, wenn er Grant da rausholen will. Für meinen Geschmack könnte er das ruhig anders machen, wenn er Jameson repräsentiert und die Geschworenen glauben Mason, dann hassen sie ihn am Ende. Wir wollen keine Liebeserklärung, sondern einen Freispruch. Ich hoffe, Mason weiß, was er tut. Er macht eine gefährliche Gratwanderung. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Na, geht's wieder? Sie haben ja gehört, was Mason mir vorgeworfen hat. Klar und deutlich. Hat er die Wahrheit gesagt über Jameson und seine Rolle bei der Adoptionsgeschichte? Welchen Unterschied macht das schon? Einen großen. Das ist schon so lange her, warum sollte ich jetzt damit anfangen? Santana, Mason versucht, ihre Aussage unglaubwürdig zu machen. Und alles, was er dazu tun muss, ist nichts weiter, als einen Zweifel in die Köpfe der Geschworenen zu pflanzen. Und wenn er ihnen nachweist oder es auch nur so aussieht, als ob sie aufgrund ihrer früheren Erfahrungen mit Dr. Jameson voreingenommen sind, dann kann ich... Nein. Julia, Sie müssen mir glauben. Ich belüge Sie nicht. Und wenn Sie mir nicht vertrauen, Santana. Dann muss ich... Santana, ich glaube ja, was Sie mir da sagen. Aber das Letzte, was wir jetzt brauchen könnten, wäre eine weitere Zeugin, deren Aussage unglaubhaft wirkt. Mason zieht mir langsam den Boden Julia, unter den Füßen weg kommst und... Kommst du mal? Entschuldigen Sie mich einen Moment. Sicher. Ich habe die Schwester gefunden, die Dienst hatte, als Santana aus dem Krankenhaus weggerannt ist. Oh, ich Aber ich weiß nicht, ich ob sie aussagt. Dich. Bringen Sie zum Reden. Sag ihr, dass wir sie vorladen, wenn sie sich weigert. Bringen Sie einfach her. Ich tue mein Bestes. Noch mehr Schwierigkeiten? Nein, keine weiteren. Davon habe ich eigentlich schon genug im Moment. Kann man so sagen. Thank you.
wir sollten langsam wieder reingehen. Es geht in einer Minute weiter. Craig, ich wollte Ihnen sagen, wie dankbar ich Ihnen bin, dass Sie in dieser Sache so zu uns halten. Und Sie dafür müssen Sie sich nicht bedanken. Kommst du mit rein? Ich komme gleich. Okay. Geht's dir gut? Ich würde lieber mit Cruz nach Eden suchen, um sie zusammen mit deiner Mutter begrüßen zu können. Schwer zu glauben, dass Eden irgendwo da draußen ist und lebt, oder nicht? Ich hatte einen Traum, weißt du? Cruz geht sie suchen, dann bringt er sie nach Hause und genau am selben Tag wacht auch Mama wieder auf. Ein Wunder jagt das nächste. Liebling, ich hoffe sehr, das war mehr als ein Traum, denn diese Familie hat schon lange keine Wunder mehr erlebt. Es wird alles wieder gut, Daddy. Das kann ich fühlen. Wir werden wieder eine Familie werden, genau wie früher. Umfasst dieser Tagtraum auch deinen Bruder? Ja, natürlich. Ich wünschte nur, ich würde ihn ein bisschen besser verstehen. Da geht's dir wie mir. Er hat sicher einige schlimme Erinnerungen geweckt bei Rosa und Santana. Ein Glück, dass Brandon nicht hier ist und das alles hört. Du darfst eins nicht vergessen, Kelly. Ihren Jungen haben wir zu dem gemacht, was er heute ist. Und das ist etwas Besonderes, etwas Bemerkenswertes. Und Santana hat nichts zu bereuen in dieser Sache. Das sollte sie niemals vergessen. Aber er ist doch noch ihr Kind. Und ich weiß ganz sicher, wenn ich Santana wäre, würde ich niemandem vergeben können, der sich zwischen mich und mein Baby stellt. Mutter? Bitte, du sollst mich doch nicht erschrecken. Und wieso schreist du so? Ich dachte, du wolltest nach Hause, um deinen Rausch auszuschlafen. Ach, Schlaf bringt keine Heilung für das, was mich quält, Herzchen. Aber das bringt ja wohl auch keine. Wieso zum Teufel musst du trinken, als ob es kein Morgen mehr gibt? Ach, na, endlich hast du es verstanden. Es gibt kein Morgen. Es gibt keine Garantien, keine Versprechungen. Also sauf, friss und was immer du willst, weil morgen bist das du vielleicht schon... Lustig, Mutter. Ich mache mir Sorgen um dich. Oh, das ist aber süß. Ein braver Sohn, der seine Mutter liebt. Achte gut auf mich auf meine alten Tage, Warren. Ja, keine Sorge. Wenn du es noch so lange machst... Du warst seit Tagen nicht mehr nüchtern. Du ruinierst vorsätzlich deine Gesundheit. Und ich frage mich, was mit dir los ist. Wieso tust du das? Die Wahrheit, mein kleines Lamm. Die Wahrheit. Die Wahrheit schenkt dir die Freiheit und schickt mich hinaus. Hoffnungslos verloren. Und ich glaube, ich werde dich ganz schön vermissen. Wovon sprichst du, Mutter? Die Verhandlungspause ist vorbei. Würden Sie bitte in den Gerichtssaal kommen? Ah, wir sind gemeint. Folge mir unauffällig. Das ist doch Latein, oder? Weißt du, was das heißt? Ja, es ist Latein. Ja, ich hatte ein bisschen Latein damals in der Schule. E pluribus unum. Wir vertrauen in Gott. Und wer nicht, soll zum Teufel fahren. Steht, lass die Gerechtigkeit siegen, auch wenn der Himmel einstürzt. Du darfst das Kleingedruckte nicht übersehen, Cassie. Ich sage dir, es gibt keine Gerechtigkeit. Hey, weißt du, wo Kelly ist? Nein, tut mir leid. Kommst du rein? Offen gesagt ist es da drin zu voll für mich. Wirklich? Ich dachte, es freut dich zu sehen, wie Mason Julia zerreißt. Craig, wenn hier heute jemand zerrissen wird, dann bin ich nicht sicher, ob es Julia sein wird. Sie werden sehen, dass... Ja. Miss Andrade, vor der Unterbrechung sprachen wir über das Kind, das Sie vor 13 Jahren zur Welt gebracht haben. Wer ist der Vater? Das sollten Sie wissen. Es war Ihr Bruder. Würden Sie dem Gericht den Namen nennen fürs Protokoll? Channing Capel Jr. Waren Sie mit ihm verheiratet? Nein. So, da waren Sie also. Sie waren noch jung und verliebt wahrscheinlich. Im Bauch ein uneheliches Kind. Was ist mit dem Baby passiert? Ich habe es zur Adoption freigegeben. Erzählen Sie uns bitte, warum.
Das ist nicht von Bedeutung, Euer Ehren. Einspruch abgelehnt. Die Zeugin soll die Frage beantworten. Ich wurde gezwungen. Man hat zu mir gesagt, es wäre das Beste. Dass es das Beste für mein Baby wäre. Ich war sehr, sehr jung und wirklich naiv. Und irgendjemand hat ihre extreme Jugend ausgenutzt und ihre Naivität. Santana, wer hat sie überredet, ihr Baby wegzugeben? Was wollen Sie eigentlich damit beweisen, Mason? Welchen Zusammenhang gibt es zwischen meinem Sohn und der Tatsache, dass dieser Mann eindeutig versucht hat, mich umzubringen? Ich beantrage, den letzten Satz aus dem Protokoll zu streichen. Er wird gestrichen. Die Geschworenen werden diesen Satz der Zeugin nicht berücksichtigen. Richter Raymond, wie bereits ausgeführt, steht Santana Andrade hier nicht unter Anklage. Und wie ich bereits ausgeführt habe, gestatte ich diese Fragen. Halten Sie sich also zurück. Mr. Campbell, Sie strapazieren meine Geduld. Könnten Sie sich bitte kurz fassen? Ja, Euer Ehren. Wer hat Ihnen das Baby weggenommen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ein Doktor. Es war mehr als nur eine Person daran beteiligt. Und sehen Sie diesen Arzt hier im Gerichtssaal? Dr. Jameson könnte es möglicherweise gewesen sein. Es ist jetzt so lange her, ich erinnere mich nicht mehr genau. Sie erinnern sich nicht mehr genau? An den einzigen Tag, an dem Sie Ihr kleines Baby im Arm halten durften? Und Sie erinnern sich nicht mehr an den Mann, der Ihnen Ihr Baby weggenommen hat? Offen gesagt kann ich das nicht so recht glauben. Tut mir wirklich leid. Wie bitte? Das Letzte konnte ich nicht verstehen. Keine weiteren Fragen. Miss Andrade, wie alt waren Sie damals, als Sie Ihr Kind bekamen? 16. Seitdem ist sehr viel Zeit vergangen. Es war ein völlig anderes Leben. Würden Sie es heute anders machen? Oder würden Sie die Zeit zurückdrehen wollen? Mein Sohn hat sich gut entwickelt. Nein, er hatte ein gutes Leben. Und Sie haben gegen die Beteiligten keine Ressentiments, den Doktor eingeschlossen? Nein, nein. Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Danke sehr. Keine weiteren Fragen, Euer Ehren. Kreuzverhör? Vielleicht später, Euer Ehren. Sie können den Zeugenstand verlassen. Rufen Sie Ihren nächsten Zeugen. Ich rufe Cici Capwell in den Zeugenstand. Tut mir leid, dass ich das nicht verhindern konnte. Na, hat es dir Spaß gemacht? Nicht im geringsten, nein. Wieso zielst du immer unter die Gürtellinie? Weil man gemeinhin sagt, dass der Angriff die beste Verteidigung ist. Also enttäusch mich nicht. Bitte, ich störe ja nicht gerne, aber könnten wir vielleicht weitermachen? Bitte nennen Sie uns Ihren Namen für das Protokoll. Channing Creighton Capwell. Der Erste. Sind Sie mit dem Angeklagten bekannt? Mehr als bekannt. Er ist ein alter Freund. Seit wann kennen Sie ihn? Über 20 Jahre. 20 Jahre, das ist sehr lange. Lang genug jedenfalls, um jemanden genau zu kennen. Das sehe ich auch so. Er ist mehr ein Freund der Familie als nur Ihr Hausarzt, oder nicht? Genau so ist es. Also jemand, der Sie niemals im Stich lässt. Wenn die Kinder krank sind oder der Sohn, die Tochter der Haushälterin schwängert, der ihnen dabei hilft, den Fehltritt loszuwerden. So war es doch bei Santana. Was soll das eigentlich werden? Euer Ehren, das geht entschieden zu weit. Euer Ehren, ich will den Geschworenen nur Santana Andrades Gemütszustand näher bringen. Und Mr. Capwells Aussage wird außerdem erhellen, in was für einer Beziehung Mrs. Andrade zu Dr. Jameson steht. Eine Beziehung, die für meine Verteidigung entscheidend ist. Mein Einspruch hat Bestand, Euer Ehren. Abgelehnt. Aber Mr. Capwell, ich warne Sie. Einspruch abgelehnt, als wäre der liebe Gott. Das nennt sich Justiz. Mrs. Lockridge, ich warne Sie nur noch dieses eine Mal. Wenn Sie die Verhandlung noch einmal stören, dann werde ich Sie einsperren lassen. Verstehen Sie, was ich sage? Mr. Capwell, ich bitte Sie, keine Behauptungen aufzustellen. Offenbar verwechseln Sie etwas. Geführt wird auf der Tanzfläche. Bei Gericht stellt man Fragen. Der Zeuge möge die Frage beantworten. Welche Frage, Euer Ehren? Es war eine Anschuldigung. Ich formuliere anders. Waren Sie und Dr. Jameson dafür verantwortlich, dass Santana ihr Baby weggegeben hat?
Ich bereue nicht, was ich getan habe. Es waren seinerzeit außergewöhnliche Umstände. Ja, da bin ich sicher. Macht es Ihnen etwas aus, den Geschworenen zu erläutern, welche das waren? Euer Ehren. Was wollen Sie denn, Miss Wainwright? Ich würde gerne wissen, ob Dr. Jameson auf der Anklagebank sitzt oder C.C. Capwell. Gratuliere. Ich finde, es ist nicht zu übersehen, wer hier auf der Anklagebank sitzt. Ich werde die Frage gestatten. Was ist denn nun schon wieder? Haben Sie ein Problem damit? Nein. Sie sprachen vorhin von außergewöhnlichen Umständen, die Sie geradezu dazu gezwungen hätten, Brandon von seiner Mutter zu trennen. Santana war zu jung, das hat sie selbst gesagt. Weder Sie noch Channing wären in der Lage gewesen, ein Kind aufzuziehen. Weil Ihnen der Zeitpunkt nicht passte? Weil sie verdammt nochmal erst 16 Jahre alt war und er auch. Und er war kurz vorm Abschluss der Highschool. Und weil er noch sein ganzes Leben vor sich gehabt hat. Das Leben, das Sie für ihn bestimmt hatten, von dem Job, den er kriegt, bis zu der Frau, die er heiratet. Stattgegeben. Ich ziehe die Frage zurück. Sie meinten also das Leben, das Channing sich für sich vorgestellt hatte. Haben Sie je nach den Vorstellungen des Mädchens gefragt? In Ihrem Horoskop stand nichts von einem Sohn, der eine nicht standesgemäße Beziehung eingeht. Ganz zu schweigen von der Peinlichkeit eines unehelichen Kindes. Euer Ehren! Ich war damals nicht der Einzige, der deswegen Vorbehalte hatte. Ihre Eltern waren genauso wenig begeistert, dass ihre Tochter ein uneheliches Kind von meinem Sohn kriegt. Sie mussten ihnen ja zustimmen, wenn sie ihren Job behalten wollten. Wurde je über eine Hochzeit gesprochen? Eine Hochzeit kam überhaupt nicht in Frage. Haben Sie über eine Abtreibung nachgedacht? Nein. Aus religiösen Gründen waren wir uns darüber einig. Sie lobten also den Herrn und gaben die Früchte der Liebe in wessen wartende Hände? Einspruch! Stattgegeben. Ich werde anders fragen. Das Kind war einem Freund von Ihnen und seiner Frau versprochen. Ein kinderloses Paar, das unbedingt ein Kind adoptieren wollte. Hatten Sie einen schriftlichen Vertrag? Oder reichte ein Handschlag beim Martini im Club? Die Adoption war völlig legal. Und was hat Santana gemacht? Was hat Channing getan, als sie dabei waren, ihr zukünftiges Glück zu zerstören? Haben sich die beiden aufgegeben, als sie angeordnet haben, dass sie ihr Baby weggeben? So ist es nicht gewesen, Mr. Kepfer. Wer hat Ihnen bei dieser Sache geholfen? Die Formalitäten erledigt? Sie stehen unter Eid. Grant Jameson. Grant Jameson. Er kannte sich immer am besten derselbe Name, immer wieder. Tja, und wieder, Sie sagten, was zu tun ist, Dr. Jameson tat die Dreckarbeit. Und an dem bewussten Tag, dem Tag von Brandons Geburt. Natürlich hat Dr. Jameson das Baby nicht persönlich abgegeben, aber er hat dafür gesorgt, dass Brandon adoptiert werden kann. Und damit gab er ihn in fremde Hände. Sagen Sie mir, durfte Santana ihr Kind wenigstens einmal sehen? Hat sie Ihnen Vorwürfe gemacht, Ihnen oder dem guten Doktor, weil sie ihren kleinen Sohn nicht einmal im Arm halten durfte? Hat sie getobt und gewütet und sie beide verflucht, weil sie ihr Baby weggenommen haben? Nein. Sie hat nie ein Wort gesagt. Nein, natürlich nicht. Das würde sie sich nie erlauben. Wieso tust du das, Mason? Wieso werde ich bestraft? Nicht ich habe etwas Unrechtes getan, sondern er was. Was willst du damit beweisen? Dass ich Jameson hasse? Bitte, okay, ich geb's zu. Ich hasse Jameson und zwar nicht wegen etwas, das er vor 13 Jahren getan hat, sondern ich hasse ihn, weil er schlecht ist und weil er geldgierig ist und weil er dafür Menschen benutzt, die zu krank oder zu alt sind, als dass sie sich selbst wehren könnten. Ich will nicht mehr als Gerechtigkeit, nicht nur für mich. Sondern für all die Menschen, deren Leben zerstört worden sind durch solche wie Jameson. Das reicht, Miss Andrade. Miss Wainwright, Sie sollten mehr auf Miss Andrade achten, sonst muss ich Sie aus dem Saal entfernen lassen. Das wird nicht notwendig sein, Euer Ehren. Ich stelle Befangenheitsantrag. Nein, was habe ich denn nicht gegeben? Es wurde ein Befangenheitsantrag gestellt. Ich bitte die Verteidiger in mein Büro und unterbreche die Verhandlung. Sie sind vorläufig entlassen. Santana, ich hoffe, du verstehst es. Du stellst zu viele Fragen. Dieses Mal ist er eindeutig zu weit gegangen. Wieso tut er sowas?
Das ist ganz einfach. Um mich zu verletzen, die alte Geschichte von seinem angeblich verpfuschten Leben. Er macht mich zu irgendeinem gefühllosen Monster. Siehst du mich vielleicht auch so? Ich hoffe, es wird nicht lange dauern. Ich muss in einer halben Stunde im Krankenhaus sein. Ich wäre auch ins Krankenhaus gekommen, aber ich hatte den Eindruck, als wäre es Ihnen unangenehm, wenn man sieht, dass Sie mit einem Polizisten sprechen. Ich habe nichts zu verheimlichen. Das sagte ich Ihnen ja schon am Telefon. Also, was wollen Sie von mir wissen? Was in der Nacht geschehen ist, in der Santana aus dem Krankenhaus geflohen ist. Sie hatten Nachtschicht. Ja, ich war auch diejenige, die entdeckt hat, dass Santana fehlte. Sie riefen Dr. Jameson an und sagten es ihm. Aber natürlich. Wir haben einen Computerausdruck der Telefonanlage des Krankenhauses, der das bestätigt. Ist es nicht einleuchtend, dass der Chef verständigt wird, wenn es ein Problem mit einem Patienten gibt? Und hat Dr. Jameson ihm besondere Anweisungen gegeben? Ja. Ich sollte sie auf dem Gelände suchen lassen. Aha. Ist Santana gefährlich? Stellt sie eine Gefahr dar für sich oder andere Menschen? Nicht mehr als jeder andere auch. Aber sie war vollgepumpt mit Beruhigungsmitteln, als sie aus dem Krankenhaus floh. Wieso? Wissen Sie, diese Frage stellen Sie besser Dr. James. Hatte sie sich nicht darüber beschweren wollen, wie die Patienten in diesem Krankenhaus behandelt werden? Und wenn ihre Vorwürfe bekannt geworden wären, wäre das nicht eine Katastrophe gewesen für Dr. Jameson und seine Mitarbeiter? Ist das nicht vielleicht der Grund, warum man sie mit Beruhigungsmitteln vollgestopft hat? Ich habe nichts davon gemerkt. Ist das wahr? Nun, möglicherweise werden wir sie vorladen und dann müssen sie aussagen unter Eid und dann werden sie sich verändern. Es reicht jetzt. Wirklich? Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Ach, wissen Sie, Ihr Vorgesetzter Dr. Jameson hat eine ganze Menge zu sagen. Er ist bereit, als Kronzeuge aufzutreten und beschuldigt Sie, Sie hätten die Versicherung betrogen und dafür Schmiergeld erhalten. Was, mich? Und er wird außerdem aussagen, dass, als Santana damit drohte, die Angelegenheit an die Öffentlichkeit zu bringen, Sie versucht haben, sich ihrer zu entledigen. Ich wäre mir nicht sicher, wem die Geschworenen glauben. Also lassen Sie uns anfangen. Sie erzählen mir jetzt ganz genau, wie es war in dieser Nacht. Tja, Mutter, das war eine ziemlich schwache Vorstellung. Du hast allerdings recht. Ich meinte eigentlich dich, meine Liebe. Du missachtest die Ehre des Gerichts. Ich wundere mich, dass dich der Richter nicht in die Ausnüchterungszelle gesteckt hat. Oh, du hast recht. Am besten füllen wir alle Gefängnisse mit Frauen und Betrunkenen und Parksünder, die sich weigern, Geld in die Parkuhr zu werfen. Hauptsache, es herrscht Recht und Ordnung. Koste es, was es wolle. Recht und Ordnung können wir den Puckel runterrutschen. Die Art, wie Richter Raymond sich von Mason hier vorführen lässt. Wie ein Affenzirkus. Er ist die schlechte Karikatur eines Richters. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Nicht, was meinen Mann betrifft natürlich, aber ich muss sagen, hier scheint mehr vorzugehen, als man sich zunächst vorstellen konnte. Ich hätte nie gedacht, dass Cici in Wahrheit so einen schlechten Charakter hat. Nein, nicht Cici ist ja der Bösewicht. Nein, 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 sondern seine billige, zweitklassige Frau Sophia. Sie ist in Wahrheit der Grund für die ganze Misere. Ich finde, wir sollten einen trinken und auf Sophia anstoßen, finden Sie Mutter, nicht? Mutter, es ist eine genug. Wunderbare Idee. Oder Tom, bist du genug anderer ist Meinung? Genug. Nein, noch lange nicht, Warren. Und das wird es wohl auch nie wieder sein. Nichts wird jemals wieder genug sein. Mutter, warte Nein, bitte. Es tut mir sehr leid, dass er Sie damit reingezogen hat. Ist es damals so gewesen, wie er sagt? Sie waren doch da. Ich war da, aber ich wusste nur das, was mir erzählt wurde. Ich habe gedacht, Santana gibt ihr Baby freiwillig zur Adoption frei. Das glaubte ich wirklich. Und jetzt zeigt sich erst, wie es wirklich gewesen ist. Kommen Sie, Grant, wer kann schon sagen, wie es wirklich war? Hinterher ist es leicht, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Mason kämpft hier einen Kampf, der nicht gewonnen werden kann. Vielleicht doch. Was wollen Sie damit Dass sagen? Dass er vielleicht recht hat. Und wir sind im Unrecht. Warum sollte man das nach so langer Zeit nicht zugeben können? Grant, mein Freund, die Hauptsache ist, man befindet auf nicht schuldig und dieser ganze bedrückende Albtraum ist vorüber. Für Sie vielleicht, Cici. Aber nicht für mich. Kopf hoch. Ich möchte mich bei euch beiden für Mason entschuldigen. Ich wusste nicht, dass er das zur Sprache bringen würde. Schon lauert der nächste Hinterhalt.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Was willst du denn hören, Sisi, dass alles in Ordnung ist? Nein, es ist ganz und gar nicht in Ordnung. All die Jahre habe ich versucht, mir einzureden, dass es nichts ausmacht. Dass das Land, was sie gestohlen haben, nichts wert war. Dass ich den Schmerz vergesse, dass mein Kind ihr Baby weggegeben hat. Weil es angeblich das Beste war. Aber dieses Mal vergesse ich nichts. Und ich verzeihe ihnen nichts, Sisi. Ich werde in Zukunft nie wieder auf sie hören. Dieses Mal werde ich kämpfen und die Gerechtigkeit wird siegen. Sisi, du hast uns das letzte Mal wehgetan. Nie wieder. Um es vorweg zu sagen, ich lehne Ihren Befangenheitsantrag ab. Ich beantrage, das Verfahren einzustellen. Verfahrenseinstellung? Mit welcher Begründung bitte? Die Anklage hat nicht einen glaubwürdigen Zeugen oder die Spur eines Beweises, der meinen Klienten der Schuld überführt. Und was hat die Verteidigung bewiesen? Die Verteidigung hat nichts zu beweisen. Aber ich nehme in Anspruch, bewiesen zu haben, dass Santana mehr als einen Grund hat, Jameson zu hassen. Und dieser Hass in Verbindung mit ihrer angeschlagenen Psyche beweist, dass die Anklage auf einem Kartenhaus aufgebaut ist. Oh, bitte hör auf damit. Spiel hier nicht vor, dass es um Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit geht. Oder Jameson oder Santana oder womöglich Indizien oder Beweise. Dein einziges Interesse ist es, deinen Vater öffentlich bloßzustellen und zu erniedrigen. Und das ist dir gelungen. Der Rest ist dir egal. An den Haaren herbeigezogen. Ganz und gar unfundig. Tatsächlich ist es das. Mhm. Ich finde es interessant, dass die Geschichte einen Hang dazu hat, sich selbst zu wiederholen. Das ist mir noch nie so klar geworden wie bei dieser falschen Vorstellung, die du heute abgeliefert hast. Falsch? Was heißt schon falsch, wenn man auf der Suche nach der Wahrheit ist? Wahrheit? Was für ein großes Wort, welch eine Definition. Oxford, wir hatten das im ersten Semester, wenn ich zitieren darf. Entschuldigen Sie mal. Könnten Sie diese unselige Diskussion jetzt beenden? Ich habe einen ganzen Saal voller Zuschauer, die auf meine Entscheidung warten. Es gibt keine Befangenheit und eine Einstellung gibt es auch nicht. Wir bringen zu Ende, was wir angefangen haben, und zwar ohne Verzögerung. Ich verwarne Sie alle beide. Ich kann sehr ungemütlich werden. Besonders Sie, Mr. Catwell, stehen auf sehr dünnem Eis. Seien Sie vorsichtig. Ich will jetzt endlich Argumente hören, verstehen Sie? Sonst beende ich die Beweisaufnahme. Und Sie sollten sich daran halten, also gehen wir. Perdoname, Santana. Vergib mir. Wofür denn, Mama? Dafür, dass ich so blind war. Jahrelang habe ich Sisi und seine Familie über mein eigen Fleisch und Blut gestellt. Ich konnte nicht sehen, was sie uns antun, weil... Ich hab die Augen verschlossen. Du hast getan, was du tun musstest, Mama. Das ist nicht wahr. Ich sah die Wahrheit in deinen Augen, als wir da drin waren. Die Schmerzen, die du gefühlt hast, als du gezwungen worden bist, dein Mama, Baby wegzugeben. Auf. Ich fühlte denselben Schmerz, als sie dich mir weggenommen haben und dich ins Krankenhaus steckten. Beide Male hat sie mir gesagt, es wäre so das Beste. Ach, du Arme. Von heute an entscheiden wir selbst, was gut für uns ist. Das ist ein guter Vorsatz, finde ich. Wirklich. Ich habe ein wenig Geld beiseite gelegt. Wir können irgendwo anders hingehen. Nein, wir wollen doch nicht wegrennen. Dieses Mal werde ich nicht fliehen, Mama. Ich bin damals von meiner Verantwortung weggelaufen, als ich Sisi Capwell mir mein Baby wegnehmen ließ. Und es war auch eine Flucht, als ich drogenabhängig war. Mama, ich bin so oft weggelaufen, dass ich manchmal selbst nicht weiß, wer ich bin. Ich habe mich doch nicht auf das alles eingelassen, damit Sisi Capwell am Ende wieder als Gewinner dasteht. Du kannst gegen ihn nicht selbst gewinnen. Selbst wenn ich heute verliere, weiß ich, dass ich gewonnen habe. Weil mir Essen da drin die Wahrheit gesagt hat. So wie es auch tut, das hilft mir doch. Und auf eine eigenartige Weise hatte ich sogar das Gefühl, dass er mich verteidigt hat. Die meisten Menschen würden das wohl anders sehen. Die meisten hätten schon längst aufgegeben. Und du? Wenn es etwas wäre, das mir wirklich wichtig ist. Nein, und ich glaube auch nicht, dass er... Ich weiß nicht, ob man sich verändert. Hast du dich verändert? Mein Leben hat sich verändert. In einer Richtung, die ich nie erwartet hätte. Craig, lass uns kurz rausgehen. Ich muss an die frische Luft, ja? Klar. Bitte.
Sie können Platz nehmen. Du weißt ja, was ich dir vorhin gesagt habe. Der Befangenheitsantrag wurde zurückgezogen. Mr. Capwell, haben Sie vielleicht noch eine Frage an den Zeugen? Nein, Euer Ehren. Miss Wainwright, Kreuzverhör? Keine Fragen, Euer Ehren. Sie sind hiermit entlassen. Mr. Capwell, würden Sie bitte Ihren nächsten Zeugen aufrufen? Vielen Dank, Euer Ehren. Als meinen letzten Zeugen rufe ich Dr. Grant Jameson in den Zeugenstand. Sie haben angefangen. Was meinst du? Wollen wir nicht auch langsam wieder reingehen? Nur eine Minute. Ich bin noch nicht so weit, Warren. Willst du lieber allein sein? Nein. Im Gegenteil, erzähl mir was. Was soll ich dir denn erzählen? Ganz egal, was aus der Zeitung oder was du zum Frühstück hattest, was weiß ich. Haben Sie keine Angst. Und wenn du, Warren? Das war doch die Nachtschwester aus dem Krankenhaus, oder? Ja. Schwester eiskalter Engel nannten wir sie immer hinter ihrem Rücken. Dr. Jameson, wo waren Sie in der Nacht des 24. Juli, als Santana Andrade aus dem Krankenhaus floh und bei der Flucht überfahren wurde? Nun, ich war in der Oase auf einer Benefizveranstaltung für das Krankenhaus. Ah ja, und wann sind Sie dort angekommen? Es war so gegen 7 oder vielleicht 7:15, soweit ich mich... Und wann sind Sie wieder gegangen? Dr. Jameson, wie lange sind Sie dort gewesen? Oh, entschuldigen Sie bitte. Lassen Sie mich überlegen. Rosa kam, Sie waren doch auch da. Da war es so in etwa 9 Uhr. Haben Sie die Oase zwischen Ihrer Ankunft und dem Anruf nochmal verlassen? Ich bitte um Verzeihung. Aber könnten Sie die Frage wiederholen? Natürlich. Haben Sie die Oase verlassen in der Zeit zwischen Ihrer Ankunft und dem Zeitpunkt des Anrufs? Nur einmal für 15 Minuten. Da bin ich rausgegangen, um die Unterlagen nochmal einzusehen für den Abend. Viel beschäftigt zu sein ist kein Verbrechen. Einspruch, Euer Ehren. Die Verteidigung zieht unzulässige Schlüsse. Abgelehnt. Ah, oh, Sie sitzen da mit Ihrem Hämmerchen. Sei und ruhig, spielen Mutter. Gott. Mutter. Ach, aufgeblasener Typ. Beruhigen Sie sich, beruhigen Sie mich. Sie haben es so gewollt, Mrs. Lockridge. Ich habe Sie gemacht. Sie stehen unter Arrest. Sie ist ein dreckiger Feigling. Du und dein Sohn, ihr macht mich wahnsinnig. Und vor allem müssen wir diesen Juristen loswerden. Entschuldigung, das war Ihre bisher vernünftigste Äußerung. Sie ist hier, aber ich kann nicht versprechen, ob sie redet. Sieh dir Dr. Jameson an. Wenn wir Glück haben, braucht sie nichts zu sagen. Dr. Jameson, in der Zeit, in der Sie Santana behandelt haben, hatten Sie da den Eindruck, dass sie hassen würde? Viele Patienten entwickeln eine Feindschaft gegen den Arzt. Das ist Bestandteil des Heilungsprozesses. Man nennt es Projektion. Hat Santana in ihren Sitzungen irgendwann über ihren Sohn gesprochen? Ja, ein, zweimal. Und hat das Thema sie besonders aufgeregt? War sie wütend oder verzweifelt? Nicht mehr als sonst, nein. Dr. Jameson, wann ist Ihnen zum ersten Mal aufgefallen, dass Santana ihre Medikamente nicht mehr nimmt? Ich vermutete sowas, als ihr Benehmen anfing, zusehends irrational und paranoid zu werden. Und wie haben Sie darauf reagiert? Nun, ich fuhr damit fort, sie weiter zu beobachten und... Die Wahrheit ist, dass Santana sie zur Rede gestellt hat. Sie hat ihnen vorgeworfen, dass sie aus Geldgier den Patienten zu viele Medikamente verabreichen. Wissen Sie, sie redet viel, wenn der Tag lang ist. Es ist sehr schwierig, das alles im Einzelnen auseinander... Oh, ich werde Ihnen gern helfen. Hat sie Ihnen denn nicht gesagt, dass sie besorgt ist wegen der Art und Menge der Medikation, die Sie Ihren Patienten verabreichen? Informationen, die sie offensichtlich aus ihren privaten Unterlagen hatte. Nein, das ist unmöglich. Diese Unterlagen sind verschlossen. Wie ist es Santana gelungen, diese Unterlagen in ihre Hände zu bekommen? Eine der Krankenschwestern hat es herausgefunden und warnte sie, dass Santana darüber Bescheid wusste. Nein, das ist absurd. Ich wurde überhaupt nicht gewarnt, weil es nichts gab, wovor man mich hätte warnen können. In der Nacht, als Santana aus dem Krankenhaus weglief, da hatte sie diese Unterlagen in ihren Händen. Sie wollte diese Informationen einer lokalen Zeitung zuspielen, als sie plötzlich von ihrem angeblich gestohlenen Wagen angefahren wurde. War es nicht so, Dr. Jameson? Einspruch, Euer Ehren. Abgelehnt. Ich habe Ihre Fragen zugelassen, jetzt ist Miss Wainwright an der Reihe. Möchten Sie, dass ich die Frage wiederhole, Dr. Jameson? Ich wusste doch gar nichts davon, dass Santana das vorhat. Wann haben Sie eigentlich davon erfahren, dass Santana aus dem Krankenhaus verschwunden ist? Zu dem Zeitpunkt, als Mrs. Rosa Andrade und Mr. Capwell mich darüber informierten. In der Oase? Um welche ja, Zeit genau. war das? Das war gegen 9 Uhr. Und was sagten Sie ihnen? Naja,
Mrs. Andrade sagte, dass ein Freund ist und der ebenfalls im Krankenhaus war, sie informiert hat, dass Santana weggelaufen ist aus dem Krankenhaus. Mhm. Bei dieser Aussage bleiben Sie? Natürlich. Sie haben erst durch den Anruf davon erfahren? Ja. Dr. Jameson, haben Sie an diesem Abend in der Oase einen Anruf wegen Santana aus dem Krankenhaus erhalten? Nein. Darf ich Sie daran erinnern, Dr. Jameson, dass Sie unter Eid stehen? Uns liegt ein Ausdruck der Telefonate von diesem Tag vor. Er beweist, dass Sie aus dem Krankenhaus angerufen wurden, und zwar um 7:45. Und außerdem haben wir eine Zeugin, die zugibt, dass sie Sie angerufen hat. Genau 7:45, Dr. Jameson. Der eine war 7:45 und der andere war erst gegen 9 Uhr. Das sind 1¼ Stunden, die Sie für Ihre Akten gebraucht haben. Das war ausreichend Zeit, um die Oase zu verlassen, Miss Andrade zu finden und sie anschließend mit ihrem Auto anzufahren, die Beweise verschwinden zu lassen, wieder rechtzeitig in der Oase zu sein und dort an der Feier teilzunehmen, als wäre nichts geschehen. Ich werde diese Zeugin jetzt aufrufen. Euer Ehren, die Verteidigung ist über eine weitere Zeugin nicht informiert worden. Ich beantrage daher die Ablehnung. Warten Sie, Mason. Es ist schon in Ordnung. Ich bin froh, dass es soweit ist. Sie können auf Ihre Zeugin verzichten, Julia. Alles, was Sie mir vorgeworfen haben, ist die Wahrheit. Ich bekam Schmiergeld im Krankenhaus. Ich verschrieb den Patienten Medikamente und Tests, die absolut unnütz gewesen sind. Santana hat es rausgefunden. Ich wollte sie töten. Und ich möchte ein vollständiges Geständnis ablegen. Es heißt, bereuen sei gut für die Seele. Sie sollten es auch mal versuchen, Sisi. Santana, Sie sind nicht krank. Sie sind gesund. Wenn Sie im Krankenhaus eine anständige Behandlung erfahren hätten, wären Sie schon vor langer, langer Zeit entlassen worden. Ich meine das, was ich Ihnen angetan habe. Ich bin wirklich untröstlich. Für die Strafzumessung werde ich einen späteren Termin ansetzen. Meine Damen und Herren Geschworenen, Sie sind entlassen. Vielen Dank. Die Verhandlung ist geschlossen. Julia. Ich danke Ihnen. Ja, manchmal sieht eben doch die Gerechtigkeit. Ja. Du solltest dich besser um deine Mutter kümmern. Du warst großartig, weißt du das? Eine Zeit lang dachte ich, du hättest keine Chance. Ja, das dachte ich auch. Bedank dich bei Michael, er brachte die Zeugin. Ich bin stolz auf dich. Ich danke dir. Hey, wo wollen Sie denn hin? Ich habe getan, was Sie wollten. Ich möchte jetzt gehen. Fragen Sie Ihren Bewährungshelfer in 5 oder 10 Jahren. So. Es tut mir leid, Mason, mehr als Sie sich vorstellen können. Tut mir leid, Grant, das wird wohl nicht reichen. Dein bester Freund, ja? Und, hast du es die ganze Zeit gewusst? Tja, das war ja mal wieder in letzter Sekunde, oder nicht? Hast du gewusst, dass Julia noch ein Ass im Ärmel hat? Nein. An ihr kann man jeden Tag neue Seiten entdecken. Meinen Glückwunsch. Danke, das ist sehr großzügig nach dem, was du hier durchgemacht hast. Ganz und gar nicht. Ich danke dir dafür, dass es vorbei ist. Es tut mir leid, was geschehen ist. Sag das nicht mir, sag es ihr. Das war ein großer Fehler. Kannst du mir bitte vergeben? Das ist zu wenig, Sisi. Und viel zu spät. Komm, Danny. Komm schon. Oh, hallo. Ich wusste gar nicht, dass Sie hier sind. Oh, ich wollte mir Ihren Wettkampf ansehen. Nein, nicht Mason. Das sieht aus, als wäre das Gesetz Ihr einziger Liebhaber. Meinen herzlichen Glückwunsch. Und wie geht's dir? Bescheiden, aber eigentlich nicht wirklich. Das Wichtigste ist doch, dass die Gerechtigkeit mal wieder gesiegt hat. Ein schönes Gefühl.
Das sagtest du ja schon immer. Die Gerechtigkeit muss siegen. Und wenn der Himmel einstürzt. Sieh nicht so genau hin. Weil heute der Himmel eingestürzt ist. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.